Und wir kommen zu einer der erfolgreichsten Bands der Welt. Das ist natürlich Metallica. Mitte des Monats erschien das neue Album der US-Musiker und es landete wieder auf Platz 1 der Albumcharts. 72 Seasons, so der Titel. 72 Jahreszeiten und darin verarbeitet Sänger und Gitarrist James Hetfield seine Kindheit. Ein sehr persönliches Album, das von den Verletzungen handelt, die das Leben des Künstlers prägten. Sich dem Tosen der Welt entgegenstellen mit einer Wand. Metallica, die große durchtherapierte Metalband, hat ein neues Album. Gebaut aus Schmerz, Härte, Trost. Wir sind wandelnde Verwundete. Ich bin süchtig nach Leid. Ich habe mich darin schon mein ganzes Leben lang eingerichtet. Kann ich überhaupt ohne Leid leben? Oder brauche ich es? Das neue Album, 72 Jahreszeiten, über die ersten prägenden 18 Lebensjahre. James Hetfield ist 16, als seine Mutter an Krebs stirbt und seine Religion ihm jede Trauer verbietet. Bei vielen Menschen ist es so, dass sie später in ihrem Leben nicht verstehen, wie traumatisch bestimmte Erlebnisse in ihrer Kindheit waren. Bis sie anfangen, diese Erlebnisse mit anderen zu teilen. Ach, da war doch nichts. Also für mich klingt das aber sehr traumatisch. Es ist gut, von anderen den Spiegel vorgehalten zu bekommen, damit man selbst verstehen kann, es war schwierig für mich. Im Augenblick sein, alles vergessen. Fresh Metal, das Genre haben Metallica miterfunden. Fresh, dreschen. Schon mit Anfang 20 konnten sie Massen entfesseln und brachten trotzdem kaum ein Wort raus. Ich war ein introvertierter Mensch. Von Natur aus schüchtern und sensibel. Das hilft einem nicht gerade dabei, Freunde zu finden oder in der Schule beliebt zu sein. Ich hatte nur 3 Freunde in der Highschool. Und das sind noch immer meine Freunde. 110 Millionen Alben verkauft, ihre Brüchigkeit aber nie überwunden. Ich habe mich immer wie ein Außenseiter gefühlt, bis zum heutigen Tag. Das Gefühl, nicht zu wissen, wer ich war. Hard Rock zu hören, hat mir in jungen Jahren sehr geholfen. Hard Rock handelte von diesen Außenseitergefühlen. Hard Rock war ein Freund, der mich nie im Stich gelassen hat. Lux Aeterna, Innamorata. Es gibt mehr Latein auf dem neuen Metallica-Album als bei Asterix. Aber bildungsbürgerlich waren sie nie. James Hetfields Vater war Trucker. Ich war als Kind sehr ruhig, wollte nicht sprechen. Ich hatte das Gefühl, nicht dazuzugehören, dass alle anderen wussten, wie es geht, nur ich nicht. Ich erinnere mich, dass ich bei den ersten Konzerten von Metallica Angst hatte, überhaupt mit dem Publikum zu sprechen. Noch heute kaum zu glauben, Anspannung vor jedem Auftritt. James Hetfield hat Entzug und Scheidung hinter sich, schreibt über das Gefühl, nicht mehr weiter zu wollen. Jüngere Menschen nehmen sich unnötig das Leben, weil sie denken, sie haben keine andere Wahl. Ich kenne diese Gefühle auch. Ich denke, das Heilmittel ist, darüber zu sprechen. Das heißt ja, Suizid, sprich bloß nicht darüber. Aber es ist in Ordnung, darüber zu sprechen. Wenn man sagt, ich fühle, dass ich mich selbst töten will, wird man in manchen Ländern ins Gefängnis gesteckt. Das ist verrückt. Es ist ein Gefühl, das ich habe. Darf ich es nicht ausdrücken? Wie kann ich sonst davon heilen? Die immense Energie, die Metallica freisetzt, dient oft nur einem einzigen Zweck. Einen kurzen Augenblick zu schaffen, in dem es nur das gibt, absolute Stille, ein Innehalten von allem. Du erlebst einen Moment, in dem du an nichts denkst.
Du hörst diese Stille. Und das ist ein spiritueller Moment. Ohne jede Ablenkung. Es ist das pure Sein. In dieser kleinen Sekunde.